zugeht, um das Zeug anzuliefern. Was ist das denn hier? Geht zur Arbeit, den reißen wir mal ab und bauen ihn da wieder auf. So, zack. Die Pferde sind und die, gesattelt. Die schicken wir jetzt mal ganz woanders lang. Ich würde mal sagen, da rein. Oder nein. Auf, wir schicken sie da, da raus. Bewegung. Die können das hier so noch ein bisschen beschützen. Auf ins Getümmel. So, zack. Das Tor bleibt hoffentlich so lange noch offen. Ich glaube, ich dachte ihm Bescheid, dass es offen bleiben soll. Oh, aber ich denke schon, die sind abgeschossen, bevor sie auch nur in die Nähe kommen. In die Nähe meiner Streitkolben-Kämpfer-Knüppelschwinger. So, dann gehen wir mal mit den Rittern hier hoch. Und genau dahin. Und dann schicken wir sie nochmal rein. Und da will ich mal wissen, ob... Ob und wie, ja. Das ist mir klar, dass die Burg standhält. Ist so gut wie ich sie verteidige hier. Kann das ja gar nicht anders gehen. Ich hätte ja schon gerne noch ein paar Betriebe. Weil ich habe hier so eigentlich genug Schützen drauf insgesamt. Brauche ich gar nicht groß auszubauen. Ich würde fast mal sagen, ich guck mal, dass ich noch ein paar mehr Hopfen anpflanze und raushole. Und das passt da nicht hin. Ihr könnt das nicht da dort geht's leider auch nirgends hin, aber dieser Baum ist bald weg, dann passt es. So passt hier es leider noch nicht. Ja, da geht's halt außerhalb der Oase. Und da willst du dich halt nicht platzieren lassen. Stets zu Diensten. So, vielleicht können wir doch noch ein paar mehr davon gebrauchen, also von den Schwertbauern und Rüstungsbauern. Was soll's, bauen wir halt einfach noch ein paar hin und bauen wir davon auch noch eine zweite und davon ebenfalls. So, damit da ordentlich was produziert wird. Und wir nicht am Ende noch untergehen, das wäre echt bitter. So, die können wir gut und gerne auf den Bergfried drauf schicken. Und die Ritter, die schicken wir erstmal wieder nach drinnen. Okay, die rennen dann also komplett drumherum. Das ist gut. Machen wir mal die Geschwindigkeit nach oben. Das hat man jetzt bestimmt gehört. Die laufen einem Zickzack oder was? Sind die blöd? Ja, wahrscheinlich. Na gut, die laufen da also komplett drumherum. Das finde ich gut. Wo willst du denn hin, mein Gutster? Ab zurück zum Bergfried. Ja. Haben wir noch? Okay, die können wir auch ausbilden. Die Klingen sind geschärft. Und hierhin. Na, nach draußen gleich. Mann, was. Der wollte da zu den Rittern rennen, dieser Volltrottel. Aber echt so. Wir machen die Geschwindigkeit wieder runter. Ich habe das hier noch nicht so ganz den Drang. So, ich glaube, die da können wir auch auf den Bergfried schicken. Was machen wir mit denen? Die lassen wir mal noch als kleine Verstärkung da. Draußen. Vielleicht sollen wir schicken sie mal ganz nach draußen. So. Oder vielleicht wäre es vielleicht nett, wenn ich hier ein paar hinschicke. Ich glaube, die schicke ich in der Tat mal auf dieses Feld. So. Ja, diese Mauern da, die habe ich ja, ich habe die sehr komplett außer Funktion gesetzt, aber ich lasse die trotzdem noch so ein bisschen als Annäherungshindernis bestehen. Ist zwar überall Lücke zum Durchkommen, aber nein, das ist so quasi als kleine Zwingermauern. Ist ja schon hier so eine Art Zwingerbereich auch hier. Also diese Vorburg kann man teilweise auch als Zwingerbereich beschreiben. Vor allem halt hier in diesem Bereich hier, wo ich das halt hier nochmal abgetrennt habe. Und ja, diese Mauern dienen quasi nur zu einer, ja, Vorverteidigung. Ich das mal so nennen darf. So, was haben wir denn? Wir haben hier ordentlich was an Steinen im Vorratslager. Ich könnte quasi noch ein paar Türme bauen, die mir hier vielleicht das Leben noch ein bisschen erleichtern können. Hier zum Beispiel. Ich glaube echt, ich baue hier mal noch einen Turm rauf, hin. Bemanne den hier jetzt per Treppe. Aber ich habe hier eh so ein Bataillon Knibbis da stehen.
So, ich mache jetzt auch bestücke das jetzt den Turm auch mit Kohlepfannen und anschließend jetzt hier mal mit so ein paar Achtung! Armbrustschützen. Eure Lordschaft? So, theoretisch, ich habe sowas von viel Geld. Ich hole mir jetzt noch mehr Ritter. So, das können wir doch mal hier so ein bisschen an Ihr die könnt das Mauer nicht dort bauen, zack. Platzieren, my Lord. Ist vielleicht doch nicht so ganz eine gute Idee. Aber ich mache das jetzt so. Bisher hat es nicht gebrannt und brennt auch hoffentlich nicht weiter. Also fängt auch gar nicht erst an zu brennen. Guten Morgen, eure Oh, Lordschaft. 12 haben wir Wie schon. war Jetzt habe deine ich 3 dazu Sorgesattelt? gebaut. Das heißt, da mal gleich 24 von den Rittern. Oh, 7 kann ich schon dazu bauen. Ach, Steht zu das habe auch Diensten. mehr. Es werden Waffen Habe auch benötigt, gerade gar nicht Sire. mehr Waffen zur Verfügung. Ah, jetzt doch noch eins. Gut, wie viel haben wir Wie denn jetzt? lautet der Plan? 19. Steigt auf, Brüder! Cool. Und Steht zu 20. Diensten. Steht Die zu Klingen Diensten. Oh, sind 20 Ritter, das ist schon eine mal ordentliche Zahl. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit können wir jetzt ganz nach oben setzen. Und warten wir mal auf die nächste Schlacht. Okay, ich schätze mal. Ist es dann schon die letzte Schlacht, die nächste? Ich weiß es nicht. Könnte aber durchaus passieren. Aber das glaube ich eher weniger. Ich glaube, dass da kommt noch eine zweite Schlacht dazwischen. Ach ja, richtig. Die Balliste muss ich ja auch noch bemannen. Hätte ich ja fast vergessen. Das wäre sowas von Fail geworden. Schauen wir mal. Ja, ich denke, es wird jetzt wohl schon bald eine weitere Angriffsstreitmacht kommen. Und ich lass mich hier quasi gut gehen hier mit Bier und allem. Gold fließt. Also ich brauche eigentlich gar nichts weiter. Eine gewaltige arabische Armee. Oh, diesmal ist er gewaltig. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir die Ritter mal noch ausbilden. Die Pferde sind gesattelt. Oh, da kommen gleich noch ein paar Ritter. Einer fehlt mir noch. Machen wir da zwischendurch mal noch einen Armbrustschützen dahin. So, Pause. und ach, richtig. Ich drücke mal kurz die Geschwindigkeit nach unten. Und mache da doch durchaus mal ein paar Mörderlöcher hin. Na, will das mal? Jawohl. Zack. So, das dürfte erstmal reichen. Streitkräfte da haben wir noch an. Einen hin. Fortsetzen. Und Pause. Zack. Und dann gucken wir jetzt erstmal, wo sie kommen. Von da. Das heißt, ich werde meine Fortsetzen. Ritter, Pause. Steht also, zu die jetzt auch komplett sind, Wie lautet der Plan? Alle miteinander auf davor die auf die zuschicken. Die sollen ordentlich, aller Verwalter, das sind ordentlich was an Truppen. Und wegen gewaltig, die ist wirklich groß, diese Streitmacht. Ja, komm, red mal weiter, bevor diese Baumeister da irgendwas anfangen zu bauen. Ich könnte ja quasi die da an. Nein, ich greife die da nicht an, das sind mir zu viele. Die laufen zum anderen Wegweiser, in der Tat. Aber was sollen sie von mir aus machen? Sollen sie von mir aus machen? Das sind Idioten. Steigt auf, Brüder! Ich würde ja am Rösser. Liebsten da mal angreifen, aber nein. Die schießen dann zu arg auf mich, das möchte ich vermeiden. In den Sattel. Ich würde sagen, ja, warten wir jetzt in der Tat mal, bis die da rübergelaufen sind, Steigt dass die endlich auf, angreifen. Brüder. Ja, das ist eine blöde Pause. Sache. Ich finde, das ist Fortsetzen. Eine Art Fail, dass das da passiert. Dass sie einfach zum anderen Weg weiterlaufen. Das hatten wir ein paar Parts vorher schon mal. Aber sie tun's. Ich weiß Pause. Nicht warum. Denen ist der Platz hier wahrscheinlich nicht genug. Ja, wir brauchen noch mehr. Ah, ihr werdet schon sehen, was sie davon haben. Da schießt schon einer auf mich. Spaßt. Na komm, jetzt greift doch endlich mal an. Oh, ich sehe jetzt sämtliche Meuchelmörder. Steht zu Diensten. Na, wo sind sie denn? Was macht eigentlich die Zeit bis zur letzten Schlacht? Die schreitet voran und die greifen nicht an hier. Die Klingen sind Wird geschärft. Das mal bald was? Die stehen da schon parat. Ich glaube echt, ich greife die gleich mal an. Das ist ja wohl ein Witz. Endlich. Pause. Jetzt schauen wir doch mal, wo wollen die denn hier...
Das können sie aber sowas von vergessen. Da werden sie abgeschossen, bevor sie überhaupt nur in die Nähe, auf die Idee kommen, irgendwas zu bauen. Und ja, ich glaube, ich metzel sie vorher aber auch noch nieder. So, fröhliches Gemetzel. Los geht's. So, da können wir doch auch noch ein paar von glatt machen. Und hier auch, komm, gehen wir mal darüber. Klappt. Wunderhübsch. Die halten wir mal auf. Und die Meuchelmörder auch. Ah, ich habe ordentlich was hier verloren an Rittern. Oh, ich habe da, glaube ich, gleich alle verloren. Steigt auf, Brüder. Okay, 4 habe ich noch übrig. Auf die Rösser. Die schicke ich mal nach Hause. Und ja, ich glaube, die werden hier alle abgeschossen, bevor Steigt sie auch auf, nur Brüder. Irgendwie groß zu Rande kommen. Oh, die sind ja hier angelangt. Okay, die sind aber auch gleich alle tot. Die sind gleich alle tot. So, ich glaube, mit den restlichen 3 Rittern halte ich doch hier noch ein paar auf. Na komm, da reite ich mal hier so lang, dass die besser zu sehen sind. Wunderhübsch. Greifen wir mal gleich an, bevor er hier noch irgendwo hinkommt. Wo denn? Wo das denn? Wo denn das? Bullshit. Ich schicke mal da ein paar hin. Und könnte eventuell sein, dass das hier irgendwo ist. Ich schicke die mal dahin. Womit kann auf jeden Fall so ein bisschen. Und weiter. Oh man, okay, da scheinen wohl keine zu sein. Ah, hier. Okay, sollen sie machen. Solange sie nicht da die Mauern erklimmen. Nein. Diese Mauern sollt ihr bitte schön nicht erklimmen. Macht euch ab, ihr Drecksäcke. Kann ich die irgendwie angreifen? Nein, leider nicht. Holla, die Waldfee. Macht doch mal, dass ihr die abschießt hier. Ja. Nein, das doch nicht so da hinten. Ihr sollt da mal machen. So. Ich weiß nicht, wo die die Mauer erklimmen, aber. Was? Ah, ich brenne der Kittel. Macht mal hin, schießt den doch mal ab hier. Bogen gespannt. Sind auf dem Weg. Holla, die Waldfee. Alter, ich krieg hier mein Kram Fortsetzen. Kaputt gemacht. Pause. Das gibt's ja wohl nicht. Ist der da mal endlich tot? Pause. Wäre sehr nice. Oh Mann, das seht ihr ihn schon immer. Pause. Ist ja unglaublich. Die machen hier ganz schön was. Die machen mir hier ganz schön die Hölle heiß. Muss ich schon sagen. Ich glaube, das nächste Mal opfere ich meine Ritter nicht so leichtfertig. Wir haben mein Torhaus verloren, oh, schon wieder. Fortsetzen. Ich habe hier ordentlich was an Truppen verloren auch. Den feindlichen Angriff überlebt. So, erstmal machen wir das Tor hier wieder. In Bewegung. Hallo, das Tor ist meins. Danke. Rücken aus. Pause. Fortsetzen. So, die da reißen wir mal ein. Und erneuern sie. So. Was ich ja vielleicht machen könnte, wäre. In der Tat, das mache ich auch. Mal gucken, Pause. Wie viel Zeit ich noch habe. Ein bisschen was. Fortsetzen. In der Tat, ich mache jetzt hier einfach mal so eine kleine. Ein kleiner Schutz hin. Kleinen Schutzgraben, mehr oder weniger. Ja, ich glaube, da hätte ich den auch gerne. Ganz groß. Hier mache ich mal kurz auf und schicke die da raus. Die sollen schon mal anfangen zu schaufeln. So, da soll natürlich nichts. Und da kann wieder zu. Und da wird auf jeden Fall mal keiner rüberkommen. Über die Mauer klettern. So. Was können wir denn hier noch machen? Hier können wir mal so ein bisschen diesen Turm einreißen. Zum Beispiel. So. Ich möchte nicht, dass da ordentlich irgendwelche Truppen drüber klettern können. Also zumindest nicht diese Drecks-Meuchelmörder hier. So. Hier wird es wohl wahrscheinlich gehen. Oh, doch nicht. Sehr schön.
dann macht mal hinne. Ja, dann machen wir mal kurz auf und die da. Ja. Die schicken wir hier zu schaufeln. So. Macht mal fein. Ach komm, geht doch mal nach draußen. Ah, ich glaube, ich warte hier einfach mal, bis sie draußen sind. Gut. Haha, der ist jetzt gerade durchmarschiert. Passt. So passt das. Hätte ich auch eher schon mal dran denken können. Wenn man das so betrachte. So, hier können wir noch ein bisschen was hinmachen. Und die können wir noch schicken. Ob das mithelfen. Ja, ich denke schon, dass es Sinn macht. So, was... Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit.